vorgestellt. Pine, die vierte ist es, glaube, oder wenn sogar schon fünfte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollten wir noch eine machen und schauen, dass wir so einen Spendenkasten finden. Wir sind komischerweise nicht da oben beim Speicherpunkt gewesen, sondern hier irgendwo. Ich meine eigentlich, dass wir letztes Mal da oben noch hingelaufen waren. Aber naja, dann ist das halt so. Hier sind keine Spendenkästen. Wir suchen jetzt diese Spendenkästen. Ich weiß auch nicht, was wir da reinstecken sollten. Also wir müssen jetzt erstmal so ein Dorf finden, wo wir so einen Spendenkasten davor finden. Irgendwo ist schon wieder einer. Und ich habe gerade keine Lust, von dem angegriffen zu werden. Ja, ich glaube, ich habe jetzt mal wieder die A-Karte. Weil jetzt sind schon zwei hinter mir her. Okay. Läuft, ne? Gleich kommt mir wahrscheinlich noch einer entgegen, aber einer ist jetzt weniger geworden, kann das sein? Einer kommt noch. Ich schaffe keinen Doppelsprung oder so. Was ist jetzt passiert gerade? Ich glaube, der ist abgehauen, oder? Ich weiß nicht, wo er ist. Auf jeden Fall ist er nicht mehr hier. Da ist gerade das Licht angegangen. Okay. Da ist er. Der kommt nicht, oder? Ah, das ist ein Fuchs. Und der hat eben was geworfen, wahrscheinlich. So schaut's aus. Warte, C war ducken, ne? Eigentlich sieht er mich jetzt nicht mehr. Dann müsste er eigentlich unaufmerksam werden und dann gleich gehen, oder? Das ist ein Fuchs. So. Jetzt gucken wir mal weiter. In der Hoffnung, dass diesmal nichts passiert. Was sind das hier für Bären? Rosenbären, okay. Hier ist ein Maholz und da oben ist irgendwas Grünes. Schlüsselgraffit, okay. Das hatten wir schon zweimal. Woanders. Kann man hier mal sehen? Außer, dass der Mond irgendwo schon leuchtet. Oh, hier ist noch ein Weg. Ja, wenn wir jetzt irgendwo einen Spendenkasten finden würden, ne, dann wäre das schon interessant. Ich sehe aber gar nichts. Wenn ich erstmal überhaupt was sehen würde, ne? Da ist niemand. Da hinten wird gekämpft, okay. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Da kommt einer. Dann gehen wir also hier lang. Ich höre schon die Schritte, weil der wahrscheinlich den Weg da abkürzt.
Okay, toll. Das hat ja wieder geklappt, ne? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wer ist. Irgendwo läuft wahrscheinlich einer lang. Ich weiß aber nicht wo. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht, ne? Tausende von Wegen sind das hier. Die Viecher hauen sowieso ab. Das wissen wir schon. Aber ich habe auch noch nicht ein Dorf gefunden oder sowas, ne? Da oben, das sieht nach einem Dorf aus. Und gibt es hier einen Spendenkasten? Sieht mehr nach einer Ruine aus, wie nach einem Dorf, oder? Tja. Okay. Eine Eule oder was? Nee, ein Uhu ist es eher, ne, der da ruft. Keine Ahnung, was das hier ist. Okay, hier oben kann man was beschießen. Aber ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Tja, was machen wir da? Zwille nehmen und zielen. Was passiert dann? Ach so, okay. Das dreht sich, aber was bringt mir das? Nicht viel, oder? Ich bin auch so rüber gesprungen. Schwindelig wird einem höchstens davon, aber mehr auch nicht, ne? Hält auch nicht an. Ach, jetzt sind wir runtergefallen. Sehr interessant. Jetzt sind wir wahrscheinlich irgendwo verloren. Da unten läuft einer. Ah, jetzt dreht sich das Ding nicht mehr. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Keine Ahnung. Wenn ich da unten war, da auch noch was zum Beschießen, ne, oder? Habe ich das eben nicht gesehen? Da unten wird gekämpft. Ach, hier ist es. Okay, wofür sollte das jetzt gut sein? Um hier hinzukommen, oder was? Okay. Ich habe keinen blassen Schimmer, wofür das hier gut ist. Da hinten ist noch so ein Ding. Na gut, dann sind wir runtergefallen, ist aber auch nicht schlimm. Und was ist das? Nein, das geht nicht. Ich dachte, das würde jetzt gongen und dann würde der Gegner kommen oder so. Ist aber nicht so. Da vorne war auch noch so ein Teil. Naja, da sind wir jetzt nicht lang gesprungen. Wo ist es? Da ist es. Da war das hochgegangen. Okay. Na, da komme ich jetzt nicht hin. Aber da bin ich ja eben hingekommen. Keine Ahnung, wofür das gut ist hier.
Macht für mich jetzt nicht so den Sinn, dass man da irgendwas macht, ne? Okay. Was bringt mir das? Ja, und da bin ich runtergefallen, alles klar. Gut, das war jetzt hier nicht so das Ding, wo ich sagen würde, juckt ganz gut, prima. Sondern das ist mehr so, braucht kein Mensch. Was ist das für ein Teil da? Irgendwo läuft schon wieder einer, meine ich. Kein blassen Schimmer wo. Ich hoffe, er ist vorbeigelaufen. Hat mich nicht mitbekommen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man hier hochkommt. Was ist das da unten? Amphibus-Kugel, neues Sammelstück, okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt oder wofür das hier gut sein soll. Also hoch kann man da bestimmt nicht klettern. Ja, gehen wir mal weiter in diese Richtung, in der Hoffnung, dass wir jetzt hier irgendwo so einen Sammelkasten sehen, wo ich überhaupt keinen blassen Schimmer habe. Da ist ja ein Feuer. Ist das ein Sammelkasten? Das hier ist ein Sammelkasten, kann das sein? Spendenkasten, da ist er doch. Endlich haben wir einen gefunden. Integrieren, aber was soll ich da reintun? Tausch bestätigen. Feindselig. Feindselig, Affinities. Keine Ahnung. Okay. Ist da was besser geworden? Ich glaube nicht, ne? Okay, da kannst du noch ein bisschen Holz reintun. Machen wir alles rein. Ein lecker Ei. Obwohl, das ist vielleicht nicht so gut. Rosenbeere. Nee, will ich auch nicht. Ich tausche da mal die 10 Dinger da rein. Oh, jetzt was passiert. Affinities. Neutral. Ist das hier? Kann das sein, dass das das war? Mach das mal da rein. Hau das auch da rein. Und okay, da sieht man auch, was es bringt. Neutral. Ach, wir haben zwei so Kisten. Schmutzler-Essenz und Karibin-Essenz. Okay. Keine Ahnung. Karant. Karant ist so eine Wurzel. Tingelblumen. Aber ich schaff's nicht, die hier so hoch zu kriegen, dass es klappt, ne? Ist noch neutral. Verbündet. Jetzt hat's geklappt. Und wer ist, mit wem bin ich jetzt verbündet? Kalwaldwacht. Kalwaldwacht Spendenkasten interagieren, okay. Ja. Wenn ich jetzt mal wüsste, ne? Was ich nicht weiß.
Wer sind denn die? Waren der das? Waren das die Füchse? Ist wohl so. Dann war es nicht verkehrt. Weil die mit ihren Werfen waren ja nicht so toll, ne? Dann haben wir das schon mal geschafft. Aber was ist das jetzt gerade für ein Geräusch? Oh, da kommt... Ah, das ist auch einer von den Füchsen, oder? Alles gut. Okay. Die Füchse sind jetzt unsere Verbündeten. Wo ist deren Dorf aber oder so? Bringt mir das was? Nichts Genaues weiß man, ne? Da hinten ist wieder so ein Feuer. Immer wenn ein Feuer ist, ist glaube ich so ein Kasten, kann das sein. Hier so ein bisschen Wüstenlandschaft, sieht ein bisschen anders aus, ist aber ganz schick gemacht auch. So ein bisschen Canyon-like oder so, ne? Western-Style. Und da vorne sind irgendwelche anderen Tiere, die ich jetzt noch nicht kenne. Da auch. Aride Schlucht. Irgendwer möchte jetzt mit mir kämpfen. Hinter mir. Ich habe keinen blassen Schimmer, wer hinter mir gerade herläuft. Also ein Flattervogel ist das, okay. Vielleicht kann ich jetzt mal gerade gucken, dass ich so einen Fuchs auf die Liste kriege. Dann hilft der mir doch bestimmt, oder? Ah, jetzt ist der auch weg. Ach, die Lichter sind ausgegangen, weil jetzt Tag ist, oder? Keine Ahnung, wofür es gut ist. Wir nehmen es aber mal mit. Okay, da haben wir schon wieder was geholt. Ausdauer ist ein bisschen down. Jetzt müssen wir mal das Fuchsdorf finden, ne? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich da gucken sollte. Und da ist nichts mehr dran, ne? Betritt ein freundlich gesinntes Dorf. Hier ist ein Haus, aber kein blassen Schimmer, ob das jetzt zu irgendwas gehört oder nicht. Schick sieht es auf jeden Fall aus. Exklusiver Stolperdraht. Da ist auch noch was. Wunderkerzenfallen-Idee. Also kommt mir nach schlauen Füchsen vor. Kann das sein? Hier ist nix. Da ist auch nix. Gleich kommt bestimmt einer um die Ecke und sagt, was machst du hier? Ja. Da waren wir letztens. Dann gehen wir besser da links lang. Würde ich mal sagen, ne? Aber das Dorf habe ich auch noch nicht gefunden, ne? Und da geht zum Glück eine Schräge runter. Bergrücken. New Area Discovered. Ja. Und hier ist bestimmt so ein Teil zum Spenden, ne? Achso, drei verschiedene
haben wir gefunden und den hier unten und den in der Mitte kennen wir jetzt schon. Aber das will ich nicht machen. Escape geht wieder raus, ja. Da ist ein alter Vogel dann. Gucken wir, dass wir hier runterkommen. Vielleicht können wir dem dann ausweichen. Weg verlassen, alles passt. Aber ich weiß auch jetzt nicht, wo so ein Dorf ist oder so, ne? Da ist noch so ein oller Vogel. Oder war der das gerade? Keine Ahnung. Ja, ich weiß von nix, ne? Sagen wir es mal so. Ah, oh, der ist da, okay. Schicke Blitze hat er. Ist auch nett, ne? Dann laufen wir hier lang. Da hinten ist dieser olle Vogel. Die hauen sich gerade, das ist auch gut. Okay, dann kann ich vielleicht gerade in der Zeit hier hinterher, in der Hoffnung, dass nicht gerade einer von jetzt... Doch, jetzt stirbt er natürlich, wo ich da bin, ist klar. Und, wo geht er lang? Da, vielleicht kann ich dann... Ja, wahrscheinlich hier weitergehen ohne Probleme. Da sind diese kleinen Viecher, die tun uns nichts, die hauen gleich ab. Oder? Ja, die sind friedlich. Laufen mit. Auch cool. Niedliche kleine Piepvögel. Aha, da ist auf jeden Fall ein weiteres, keine Ahnung. Wer wohnt hier, ist jetzt die Frage. Es könnten die richtigen sein, ne? Ja, ich glaube, hier sind die Füchse zu Hause, oder? Ja. Erkunde das Dorf. Ja, was soll ich jetzt erkunden? Kann ich mit dem reden? Wenn du nach guten Produkten suchst, dann bist du hier richtig, okay? Das ist sein Inventar, das ist mein Inventar. Okay. Und was kann ich dann kriegen? Okay. Das könnte ich tauschen gegen diese Stiefelidee, aber ich will die Stiefelidee nicht. Da ist so eine Kugel. Wenn ich die wegnehme, ist das gut oder schlecht? Oh, da geht's gleich wieder die Party los. Oder? Bom. Ja, wenn die hier durchlaufen, dann geben die eine auf die Mütze, ne? Ist klar. Und die Füchse sind ja die, die alles werfen, ne? Also. Okay, der hatte gerade einen Ausrungzeher im Kopf. Ja, weiß ich aber auch nicht. Vielleicht gucken wir erstmal weiter. Da war doch gerade auch noch einer, oder? Ist das ein Fuchs? Ja. Okay. Mehr sagt er nicht.
Da konnte das Dorf um mehr über seine Organisation erfahren. Ist das da unten ein Füllbalken oder was ist das? Okay, dann gehen wir doch mal dahin. Und der ist schon tot. Okay, wer schießt jetzt hier wen an? Wen muss ich denn jetzt treffen? Das sind doch meine Leute. Okay, jetzt sind sie schon die entscheidenden wohl tot, ne? Die Schleuder in der Hand? Ja, weiß ich auch nicht. Hier ist eine Hütte, aber da kann ich nichts mit anfangen. Kann ich nur mit einem sprechen? Was ist das hier? Okay. Okay. Vergiss mir alles um meines Fußlöses, aber seit Jahrzehnten hat auf dieser Insel niemand mehr einen Menschen zu Gesicht bekommen. Nimm an dich, dein Jüngling. Hui, ich heiße Hui und ich bekomme von zu den instabilen Klippen. Mein Stamm kann dort nicht länger leben, also bin ich auf der Suche nach einem Zufluchtsort. Ich habe deinem Dorf etwas gespendet in der Hoffnung auf Hilfe. Wow, dass es aber noch erleben darf. Hui, ich verwundere deine Tapferkeit. Aber ein Ort zum Leben, ich fürchte, es liegt nicht in meinem Interesse. Ich habe genügend hungrige Mäuler zu stoppen wie alle anderen auf der Insel. Trotzdem, deine Spende ist nicht unbemerkt geblieben und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Jeder wird aber meine friedlichen Interessen an den Menschen teilen und du wirst für dieses wohlbeschwerliche Opfer zur Erschöpfung noch dazu unvorbereitet. Wir haben so Dorfhändler einen alten Schild holen lassen. In unserem Lager ist bestimmt noch einer, der für deine Hände geeignet ist. Als Wissenschaftler könntest du vielleicht unser Dorf erkunden. Für eine Kreatur wie dich sollte es doch reichlich zu lernen geben. Aha, das Schild sollte fertig sein, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Ein Schild? Hoffentlich kann ich da auch damit umgehen. Bah, jetzt bist du schon so weit gekommen. Ich werde auch darüber nachdenken, was du tun kannst, um dein Ziel zu erreichen. Es ist höchste Zeit, dass mal jemand oder etwas ein bisschen Leben in den Alltag von Trott von Albamar bringt. Bah, komm wieder zu mir, wenn du dein Schild erhalten hast. Das war der König hier, oder was? Und jetzt kommt einer und bringt den Schild, oder was? Nee. Mit dem konnte ich handeln, ja. Mit allen kann man aber nicht sprechen, so wie mit dem jetzt geht nicht. Was ist denn da oben? Was ist das hier? Okay, das können wir erstmal aufheben. Das nehmen wir erstmal alles mit hier. Großzapfen, okay. Da ist einer, den mag ich aber nicht. Okay, der geht da durch. Der will auch keinen Stunk anfangen. Sehr interessant. Okay, keine Ahnung, was das ist. Aber auf jeden Fall sind Sachen, die ich aufsammeln kann und irgendwelche Beziehungen irgendwo bestimmt verbessern kann. Beutel voll, okay. Hui, was für ein komplizierter Radmechanismus. Scheint eine Beziehung zwischen diesen Kreaturen darzustellen. Anscheinend sind die Roten ihre Feinde, Grün steht wohl Verbündete und die Weißen sind neutral. Die Scheiben auf der Tafel drehen sich jedes Mal, wenn eine Beziehungsaktion von beiden Spezies auf der Insel durchgeführt wird. Beziehungen zwischen Spezies sind dynamisch und ändern sich oft. Okay. Also das Dorf habe ich hier schon ein bisschen erkundet. Sieht man an diesem schicken weißen Balken, ne? Keine Ahnung, wofür das gut ist. Da steht noch jemand. Hier bald spazieren, aber wir sind diese Schmutzler dann nicht wieder da. Und wir suchen immer alle Dorf zu wachen. Kann ich auch nichts rausfinden. Okay. Da ist noch was.
Okay, was gibt's da zu erzählen? Ach, das ist ein Höhleneingang oder sowas gewesen, okay. Ist das eine Fackel oder was war das? Da muss man was reinstecken, so war das da, okay. Aber hier komme ich jetzt nicht voran, oder? Ich glaube nicht, dafür brauche ich erst was. Ah, wie man sieht, ist es da oben, was ich brauche. Okay. Nein. Komme ich da wieder hoch? Das ist jetzt die Frage, ne? Jetzt bin ich so doof da runtergefallen, dass ich da nicht mehr rauskomme, ne? Kann das sein? Doch, geht. Und dann nehmen wir die Fackel mal. Und interagieren da. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht, oder? Keine Ahnung, wie gut oder wie schlecht das hier ist, wo ich jetzt gerade lang fahre. Auf jeden Fall geht die Reise gerade nach oben. Okay. Hier fehlt irgendwas, oder? Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Okay, da ist ein Lift. Tja. Gibt es hier irgendwo was, was ich anschießen kann? Nee. Ich weiß nicht. Aha, hier muss man auch wieder eine Fackel reinstecken, die ich aber auch nicht habe. Keine Ahnung, was der macht. Ah, er fährt auf jeden Fall wieder zurück. Und wenn ich dann drauf gehe, weiß ich auch nicht. Kann ich die Fackel da mitnehmen? Das ist die Frage. Ah, hat geklappt. Er fährt und ich habe die Fackel mit. Wir hoffen, dass das alles so geht, wie ich mir das vorstelle. Okay. So, dann können wir das hier nochmal machen. Was jetzt passiert hier? Nix ist passiert. Der da hinten fährt jetzt. Bin ich tot, okay? Den kenne ich schon. Ja, dann kann ich ja nur noch hier runterlaufen, oder? Muss ich die zerstören jetzt hier? Ja, wenn er jetzt die Kiste mal treffen würde. Okay. Scharfe Pfeile, scharfe Pfeile. Da geht's nicht weiter. Bringt also nichts, kann ich wieder hochgehen. Ja,
ist ein bisschen schwierig, würde ich jetzt sagen, ne? Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich hier tun kann oder lassen kann. Wie es hier weitergeht, weiß ich nicht. Kann ich da hochspringen? Ja, kann ich. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig da an der Wand. Jetzt habe ich gleich 298 Pfeile, aber eine Möhre gibt's noch. Aber Beutel ist schon voll. So, und dann können wir mal die Waffe wechseln. Und dann können wir zielen und schießen. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Da hinten ist was. Also der... Dann vielleicht der. Und dann der. Jetzt leuchten alle drei. Und jetzt ist der hochgekommen. Okay. Und jetzt habe ich keinen blassen Schimmer, was ich tun soll. Also hier links ist ja auch noch ein Lift, ne? Der ist ja auch irgendwie aktiviert. Da kommt er gerade. Und jetzt fährt die Reise. Keine Ahnung, was er hier tut oder nicht tut. Okay. Aber wechseln. Scharfe Pfeile. Beutel voll. Scharfe Pfeile kann man tausende von Pfeilen mitnehmen. Der kann ich wohl nicht mit interagieren. Und da ist ein Tor. Jo, nehmen wir das noch, ne? So, jetzt sind wir raus. Jetzt sind wir da oben, glaube ich, überhalb von dem Dorf, ne? Oder? Ne, keine Ahnung, wo wir sind. Wir können hier jetzt hochgehen. Ein riesiger Turm. Ich hab keinen blassen Schimmer, wo wir sind, was wir sind und wohin wir sind. Da oben ist noch ein Tempel, da gibt es auch noch so eine Kugel. Ach, die war da unten auch noch zu holen, ne? Keine Ahnung, wofür die gut war. Ja, hier kann man wahrscheinlich gut Skifahren oder sowas. Und hier können wir diese Kugel auf jeden Fall nehmen. Und dann ist die Frage, was dann als nächstes machbar ist. Hier kann man nichts machen. Und hier ist ein schattiges Plätzchen, aber mehr auch nicht. Hier kann man lang gehen. Aber sieht jetzt nicht so aus, als ob wir irgendwo hinkommen. Also schon kommen wir irgendwo hin, aber nicht da hoch. Und da hinten ist noch so ein Ding. Bringt mir das was? Nicht so wirklich, ne? Ich könnte jetzt hier ein Feuer anmachen oder irgendwie sowas, aber wirklich kann ich es ja nicht anmachen, weil fehlt ja noch was. Irgendwie haben wir den Streichholz dafür vergessen oder so. Ja, schönes Panorama haben wir hier. Wir haben jetzt noch ein bisschen weitergemacht noch und haben jetzt gesehen, was wir mit dem Teil machen können. Das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ja, storymäßig, erste bescheidene Schritte, erkunde das Dorf. Jo, was sollte ich da jetzt noch erkunden, ist die Frage, ne?
Und naja, schicke Welt eigentlich. Und ich weiß nicht, was man hier noch weiter tun könnte. So, ja, ist ein bisschen lala, ne? Aber okay, irgendwie. Da vorne leuchtet noch was. Vielleicht können wir da noch was aufsammeln, aber wahrscheinlich sind wir dann auch schon abgestürzt oder so, ne? Ja, muss man mal gucken, ne? Ja, doch, ich glaube, jetzt kann man hier runtergehen. Da ist auch noch was blau am Leuchten. Okay, da ist wieder dieses Schlüsselzeug da. Okay, dann haben wir das. Ja, was ist dann noch zu überlegen? Hier unten haben wir jetzt noch eine Säule. Einen sehr schicken Eingang, aber sonst würde ich sagen, keine Ahnung, wofür es gut ist, dieses Ding. Da kann man jetzt auch nicht hoch, oder? Exhausted. Ich habe Hunger, okay. Bin außer Atem. Ja, dann würde ich jetzt sagen, soll's das für dieses Spiel gewesen sein? Wir haben einen Eindruck davon gekriegt. Sollten dieses Dorf jetzt eigentlich erkunden, ja, da hätten wir vielleicht noch den einen oder anderen was fragen können, bestimmt, und dann wäre das gegangen, wofür das alles hier gut ist, keine Ahnung. Diese tollen Türme da, ne, und so, ist ja schön, aber so ein bisschen fehlt mir jetzt der Faden, wo ich lang müsste, ne? Aber naja, Einblick hat's gegeben. Fand ich jetzt vom Optischen her sehr interessant, funktionierte von den Mechaniken gut, ein bisschen storymäßig könnte es besser sein, finde ich, aber okay, da müsste man noch ein bisschen was erforschen und gucken weiter, aber das ist doch sehr zeitintensiv, denke ich mal, aber das werden wir jetzt nicht in der Vorschau da noch machen können. Gut, dann würde ich sagen, Einblick hat es gegeben, falls es euch gefallen hat, gibt es bestimmt gerade irgendwo zu kaufen und ja, dann müsst ihr mal schauen, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Wenn es dann in irgendeinem anderen vorgestellt weitergeht. Und ja, dann bis dahin. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt eine Info, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare gerne. Sagt mal was dazu, was ihr von diesem Spiel haltet. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Ciao!